Jo, und was machen wir denn jetzt Schönes, während ich auf eine Eingebung warte, was ich jetzt mit den Waffen und den Basen mache? Also zum einen könnte ich das Ganze einfach nochmal genauer angucken. Also bei der Power Armor bin ich mir ziemlich sicher, genau, braucht 10 erinnerte Fakte. Das wären mal eben locker im Schnitt so 4 Spawner, glaube ich. Wobei wir momentan noch nicht mal einen Spawner töten könnten. Ja, also Rüstung, Wir könnten aber mit der modularen Rüstung rumlaufen. Die können wir jetzt ja schon bauen, glaube ich. Gucken wir mal. Ja, braucht blaue Chips, das ist okay. Haben wir es noch nicht automatisiert, auch wenn ich dachte, ich hätte das schon. Aber ich hatte geguckt und da war nichts. Also nö, wir haben keine blauen Chips, aber das müsste sich leicht machen lassen. Die modulare Rüstung ist nur doof. Sie bringt nicht sonderlich viel. Aber sie bringt mehr, allein schon ohne alle Upgrades, als die vorherige Rüstung. Physical 6 von 30, die hat Physical... Oh, die ist genauso gut. Explosion, ja, ist genauso gut. Acid auch genauso gut. Also ja, die Basic Modular Armor ist genauso gut wie die schwere Rüstung, hat halt nur die Slots dazu. 5x5. Und da würde ich wahrscheinlich eh nur Beinchen reintun. 2 Beinchen, Solarzellen und Batterien. Das wäre schon mal ein Plan. Könnten wir wenigstens weglaufen. Granaten. Vor allem verbesserte Granaten. So könnten wir das echt schaffen. Also ich müsste gar nicht das mit den Türmen machen. Das mag ich ja nicht, also mit den Türmen so ran, inschen und dann die Türme zerschießen was und setzen die Türme davor und so weiter. So wie wir es ganz am Anfang mal gemacht hatten. Aber das hat immer so einen bitteren Beigeschmack. Aber mit den Granaten könnte das hinhauen, die könnte ich mal testen. Also wir müssen Granaten herstellen, gebe ich mal 10 in Auftrag. Dann brauchen wir Stahl und Explosives. Explosives kam bei den Flüssigkeiten als Nebenprodukt, glaube ich, irgendwo mit raus. Jedenfalls hatten wir das so in der alten Welt geregelt gehabt. Ich guck mal ganz kurz, wo die hier jetzt gelandet sind. Da brauch Schwefel und Wasser. Ja, du solltest auch... Oh, nee, warte mal. Wir nehmen mal jetzt hier ein so ein intelligentes Ärmchen. Und du nimmst bitte nur Kohle raus. Nicht Kohle, nur Schwefel raus. Da... Und dann machen wir hier oben eine Fabrik hin, die schnappt sich auch noch Wasser und stellt den Explosionsbinger her. Ah, sehr praktisch, okay. Keine Zentrifuge, eine Assembly-Maschine, aber das kann ruhig eine langsame sein. So. Du machst... Oh, das macht gar keine Fabrik, das macht eine Chemiefabrik. Brauch Stahl, okay. Aber das ist echt gut. Also zum einen bekommen wir so die Granaten, die uns eventuell helfen, die Spawner zu zerstören. Und halt auch die Viecher. Und zum anderen haben wir auch einen Abnehmer gefunden für die ganze Schwefelgeschichte. Nein, da bitte. Da bitte. So. Ja, wir haben Stein. Oh, Mauern. Nö, habe ich so schon genug. Chemiefabrik. Bauen wir mal die Chemiefabrik. So, das heißt, dann kommt hier ein Ärmchen, das das reintut. Wir brauchen gleich noch Wasser. Wasser hatte ich hier unten schon geklaut. Von dem Superrohr. Hier ist allerdings nicht genug Platz, um das noch einmal abzuzweigen. Also ich könnte einfach Platz machen. Ja, mach mal. Ich hätte das gerne hier einigermaßen ordentlich. Einigermaßen. So. Das heißt, da noch ein Rohr. Mach ich mich ein bisschen länger. So. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ah, das Wasser, das hier immer hin und her pingpongt. Sehr komisch. Du machst Carbonzeug. Du... Ach, das war eine Zentrifuge wieder. Hier, nimm die kaputte Zentrifuge.
So, Carbonzeug. Du bekommst Wasser von unten. Du bekommst Kohle von da. Und spuckst das. Ja. Ja, muss es nach rechts ausspucken, wie eben gerade auch schon. Also, intelligente Ärmchen. Wo versteckt ihr euch? Ich habe euch gerade abgebaut. Ihr müsst da sein. Da. Also, intelligentes Ärmchen da. Intelligentes Ärmchen da. Chemiefabrik. Hier. Dann kommt da Wasser. Da hoch. Und ich hoffe mal, so geht das. So, du stellst bitte das da her. Du bekommst Wasser, du brauchst auch Kohle. Zufall, wir haben gerade Kohle da. So. Und Schwefel muss noch eingestellt werden. Du Schwefel. Du das Carbonzeug. Da. Und das tust du hier auf dem Fließband. Ja, eigentlich schon so. Ja, weil es muss nach da oben. Da oben brauchen wir das später irgendwann für den Stahl. Und ich hatte mir das jetzt zuerst hier in eine Kiste legen wollen, aber warum legst du das nicht ab? Ah, okay. War verhakt irgendwie. Also ich wollte es zuerst hier in eine Kiste legen. Aber ich sollte es, wenn, dann oben in eine Kiste legen, wo wir es auch später brauchen. Das heißt, ich bringe dich jetzt schon mal in die Richtung, in die ungefähre Richtung, wo du hin sollst. Bip. Da ist kein Platz. Dann machen wir dich hier unterirdisch. Da, da. Und lassen dich hier beim Stein langlaufen. So, es gefällt mir allerdings nicht, dass das nur auf der rechten Seite ist. Das heißt, wir machen hier einen Splitter rein. Legen dich da drauf und dann mischt sich das einigermaßen. Gut. Wir werden angegriffen, aber es kommt keine Alarmmeldung, also kommen sie nicht ran. Oh, und wir haben gar keinen. Oh, ja. Das wird gar nicht hier rausgenommen. Naja. Das müsst ihr theoretisch auch in eine Fabrik, die. Wir können eine Granatenfabrik herstellen. Das klingt jetzt irgendwie zu sehr nach Weltkrieg. Wir müssen Munitionsfabriken bauen. Nee, komm, das lagern wir irgendwo in Kisten ein. Bau mal ein langes Ärmchen. Da, und tu das bitte hier in eine große Kiste. So, mach mal eine große Stahlkiste voll mit explosivem Zeug. Das klingt super sicher. So. Und wir machen daraus jetzt die tollen Granaten. Zack, zack. Gut, sehr gut. Bessere Mauern brauchen wir noch nicht. Kommt später. Lava ist gut, Lava ist gut. Oh, du bist leer. Das ist neu. Bist du auch leer? Ne, du hast noch 8500. Also mittelfristig müssen wir wirklich unsere Lava-Geschichte von links wieder hier anschließen. Aber noch reicht das, zumal wir da auch ein neues Feld hätten. Das wollte ich nur nicht dahin bauen, weil denn das Muster kaputt gegangen wäre. Davon ganz viele. So, bessere Rohre haben wir jetzt auch schon. Wir haben dann auch bessere Pumpen. Ne, 4er Pumpen hatten wir schon vorher. Ja, das sind ein Sludge, ist ein bisschen doof. Aber, genau, die Speedmodule sind fertig. Du bist voll mit Zweiern. Du bist nicht voll mit Zweiern. Du auch nicht. So, also die drei sind voll. Das können wir schon mal merken. Versuchen. Die haben jetzt ein paar davon. Das ist echt mühselig. Also ich müsste eigentlich für alle Modularten, also für die drei Hauptmodularten, jeweils eine MK1 und MK2 Fabrik bauen. Aber nicht jetzt. Nee. Ich glaube, was ich jetzt machen werde, ist risikoreich. Ich glaube, ich gehe jetzt raus und probiere die Granaten aus. Warum arbeitest du nicht? So. Ich gehe raus und probiere die Granaten aus.
Ah, sehr schön. Und zwar bei der Basis da hinten. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche mehr als nur die paar Granaten da. Deswegen hole ich mir nochmal ein bisschen mehr Sprengstoff ab und dann haut das schon hoffentlich irgendwie hin. So, 31, das sieht doch gut aus. Da, da, da. Poison-Kapsel. Slowdown-Kapsel. Habe ich auch noch nicht getestet, ne? Na, tu die auch mal da rein. So, und wir haben unsere Combat-Shotgun. Wir haben die normalen Shotgun-Shells. Davon kannst du eigentlich auch welchen Auftrag nehmen. Wobei 16 Magazine hoffentlich reichen. Ich will ja nur hinlaufen, eine Granate werfen und schreiend weglaufen zu meinen Lasertürmen. Das reicht mir ja vollkommen. Ich will nur gucken, ob so eine Granate das schafft, einen von den inzwischen etwas größeren Beißern anzukratzen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann weiß ich, dass es nicht funktioniert. Achso, und das Ganze speichern wir mal, damit ich das Ganze nicht nochmal machen muss. So, 29. Da. Für die Wissenschaft und so. Ich lasse das mal offen, damit ich auch gleich wieder schnell nach Hause kann. Ah, und hier panisch durchlaufen ist eine super Idee hier später, ha? Wo sind die Granaten? Granaten? Da sind Granaten. Die tue ich mal dahin. Ne, nicht eins. Tauscht die mal um. Ist das jetzt eins? Ja. Also ich muss nur mit der rechten Maustaste irgendwo hinwerfen. Richtig. Und ich kann trotzdem mit Leertaste noch schießen. Okay. Okay. Wo ist die Basis hin? Ich habe da definitiv rote Punkte gesehen, die groß genug waren für eine Basis. Ist übrigens auch ein sehr schöner Nachtsichtmodus, fällt mir gerade auf. Dieser Radius von den Granaten. Ich werde sowas von... Oh, sowas von sterben. Hey, ist ja stark. So, das sind viele. Da kommt das erste Problem. Und ich bin tot. Okay. Okay. Die Granaten sind stark. Das habe ich gelernt. Wir sind schwach. Also primär die großen Würmer waren, glaube ich, das Problem. Weil die haben eine recht große Reichweite und sie machen ziemlich viel Schaden. Also sie hatten uns in unserer MK2-Power-Rüstung mit MK2-Schild und was weiß ich, da hatten sie uns auch noch gut Schaden gemacht. Und wir haben jetzt gar nichts davon. Aber es ist machbar. Vor allem das ganze Kleinvieh und sogar der Medium-Biter war nach ein, zwei Schüssen kaputt. Wenn wir jetzt also noch ein bisschen weiter waffentechnisch voranschreiten, zum Beispiel der Raketenwerfer hat eine Reichweite von 22, ist also ein bisschen weiter als die Combat Shotgun. Wenn wir das Ganze dann auch tagsüber machen und nicht nachts und vielleicht ein, zwei Schildmodule erforschen, dann könnte das hinhauen. Ja, okay. Es formt sich ein Plan. Das ist gut. Gut, 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 gut. Die Sachen werden trotzdem zu Ende gebaut. Und es gibt gerade keine hellblauen Tränke, wie ich sehe. Deswegen geht die Forschung auch nicht weiter. Wo ist denn das Problem? Rote Chips. Wo ist bei den roten Chips das Problem? Draht. Warum laufen die Fließbänder alle falsch rum? So. Was zum Geier? Könnte mich jemand darüber aufklären, warum hier zwei Fließbänder fehlten? Also es war wahrscheinlich ich. Aber ich wüsste nicht, warum ich so etwas tun sollte. Ich laufe doch nicht nachts halb schlaftrunken durch die Basis und nimm einfach Fließbänder mit. Sehr komisch. Es müsste jetzt soweit wieder alles funktionieren, hoffe ich mal. Hier sind auch Speedmodule drin, alles ist gut, okay. Sehr irritierend, sehr irritierend. So. Strom war okay, das war okay. Ja, Stahl. Stahl sollten wir wirklich als nächstes angehen.